So, dann erneut ein ganz herzliches Willkommen zu unserem heutigen Webinar. Es ist überschrieben HR-Berichtswesen mit HR-Analytics. Wir laden gemeinsam ein Noventum Consulting in Münster zusammen mit der Firma Theobald Software mit dem Fokus SAP HCM, erklärt sich das auch. Theobald Software, ein Anbieter von Zugriffskanälen auf SAP Produkte und deswegen ist es für uns ganz spannend, gemeinsam mit Theobald dieses Noventum HR Analytics vorzustellen mit dem Fokus des Zugriffs auf die SAP-Welt. Ich hatte schon kurz meinen Namen genannt. Mein Name ist Thorsten Nimz. Ich bin bei der Firma im Vertrieb tätig und habe den Fokus auf Business Intelligence und in dem Zuge auch auf diese Lösung HR Analytics. Unterstützt werde ich von meinem Kollegen Herrn Kai Kamphans, der Seniorberater hier bei uns im Haus im BI-Umfeld und auch Projektleiter bei einigen HR-Analytics-Einführungen, wird gleich noch einiges zur Architektur und zur Technik sagen können. So viel zunächst mal zu uns als Person. Noventum hat hier zwei Expertisen in die Waagschale geworfen für diese Lösung. Zum einen haben wir eine große Business Intelligence-Abteilung, seit vielen Jahren, Jahrzehnten kann man schon sagen, sind wir im Business Intelligence-Umfeld aktiv und helfen Unternehmen dabei, aus ihren Daten Informationen zu generieren. Gleichzeitig haben wir einen Bereich, der sich mit HR-Beratung auseinandersetzt, HR-Prozesse berät, Unternehmenskulturberatung, Mitarbeiterzufriedenheit, Attraktivität, Mitarbeitergewinnung, alles Themen, die den HR-Prozess betreffen. Und diese beiden Expertisen sind da zusammengeflossen, um die Lösung Noventum HR Analytics zu erstellen, die wir jetzt im Nachgang etwas vorstellen wollen. So viel dazu zur Vorstellung. Ich würde das gerne noch kurz übergeben an die Kollegen von Theobald zur Vorstellung. Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Kurder Elsain ist mein Name von der Firma Theobald. Ich bin hier zuständig für Pre-Sales und Product Management und ich freue mich heute sehr über die zahlreiche Teilnahme und über das gemeinsame Webinar mit unserem Partner Noventum. Vielen Dank. Dann gehen wir mal auf die Übersicht, was wir heute so erwarten. Wir wollen uns in den nächsten Minuten darauf konzentrieren, Ihnen darzustellen, welche Anforderungen aus unserer Sicht im Personalbereich im Zusammenhang mit dem Berichtswesen zu erkennen sind. Wir nehmen da auch einen gewissen Wandel wahr, was die Anforderungen betrifft. Auch darauf möchten wir eingehen. Dann wollen wir deutlich machen, wie die Lösung Noventum HR Analytics dieser Anforderung gerecht wird, was sie beinhaltet, schon im Standard und wie sie an die Kundenbedürfnisse angepasst wird im Projekt. Dabei ist ein Fokusthema natürlich Datensicherheit. Zugriffsschutz, das steht außer Frage bei dieser Art von schützenswürdigen Daten. Und wir gehen auf Theobald ein als eine Komponente für eine belastbare Data Warehouse Architektur im Zugriff auf SAP HCM. Die Folien, die wir heute zeigen, die wollen wir Ihnen am Ende auch gerne schicken. Insofern, da wir Ihre E-Mail-Adresse haben, würden wir unaufgefordert, wenn Ihnen das recht ist, die Folien zur Verfügung stellen. Am Ende wird auch noch Gelegenheit sein, Fragen zu stellen. Sie haben die Chance, diese an uns loszuwerden, wenn Sie in diesem Panel, haben wir oben so einen orangenen Pfeil, wenn der nach links zeigt, dann können Sie da das Panel öffnen und kommen so in den Bereich Fragen und Chats. Die würden wir uns dann am Ende dieses Webinars anschauen und Dinge rausgreifen und persönlich oder für die gesamte Gruppe beantworten. Das war das Organisatorische. Wenn wir dann mal auf dieses Zitat schauen, dann hilft es etwas über die Anforderungen im Fachbereich Personal nachzudenken. Das Zitat stammt von unserem Director HR Management, dem Herrn Petersen, der darauf hinweist, dass der Ad-Hoc-Zugriff auf Daten in Fachbereichen wie Personal erwartet wird, und zwar, dass es die Daten sofort abrufbar gibt, dass die Dinge, die man sich an Analysen erstellt, reproduzierbar sind, dass man schnell auf individuelle Anforderungen reagieren muss. Das ist eine Anforderung, die auch uns immer wieder dargestellt wird, dass manueller Aufwand im Bereich Personalreporting und Zeitdruck die Sache oft sehr stressig gestalten. Wenn jetzt ein Standardreport auf eine Datenquelle zugreift und die auch nicht angepasst werden muss, dann stellt das in der Regel kein Problem dar. Aber sobald man Daten ergänzen möchte, vielleicht Dinge, die man in Excel pflegt oder andere Anwendungen, die noch im Zugriff sind,
Sobald man eine Standardanwendung anpassen möchte, weil man vielleicht jetzt doch nicht alle Mitarbeiter sehen will, sondern nur die Mitarbeiter ohne die Auszubildenden, oder wenn man mal wissen will, nicht wie viele Auszubildende habe ich, sondern wie viel habe ich im dritten Lehrjahr. Ein anderes Beispiel, das uns neulich begegnete, wenn wir unsere Vorruhestandsregelung nicht mit 57 starten, sondern mit 58. Und wenn ich nicht die mit 20 Jahre Zugehörigkeit berücksichtige, sondern nur die mit 25 Jahre Zugehörigkeit, welche Auswirkungen hat das? Also Dinge simulieren, dann wird der Aufwand manuell und dann wird er in der Regel sehr groß. Und diesem Thema widmet sich Noventum HR Analytics in erster Linie. Wie schon erwähnt, haben wir in Gesprächen wahrgenommen, dass sich die Anforderungen wandeln. Zwei Kunden haben ganz konkret zum Ausdruck gebracht, dass sie in Zukunft als Personalbereich nicht mehr reagieren, sondern proaktiv beraten wollen. Sie möchten auf ihre Fachbereiche zugehen und zum Beispiel so eine Analyse starten in ihrem Fachbereich, gehen in den nächsten 5 Jahren so viele Personen in Rente. Das stellt einen so großen Prozentsatz an Know-how ihrer Abteilung dar, um zum Beispiel Know-how-Abgang im Vorfeld erkennbar zu machen und abzufangen. Vielleicht eine Analyse in Richtung Neueinstellung. Wie viele Personen verlassen die Abteilung bereits innerhalb der Probezeit, um vielleicht auch beim Halten von neuen Kollegen oder Kolleginnen unterstützen zu können. Es gibt eine Studie zum Thema HR-Trend, die gerade bei großen Firmen eine große Lücke erkennen lässt zwischen dem Bedarf an Reporting und Informationen auf Knopfdruck und der eigentlichen Realität. Und diese Lücke, die wollen wir mit Noventum HR Analytics bedienen. Was ist bereits im Funktionsumfang der Software im Standard enthalten? Dazu jetzt 2 Folien. Die ganze Software ist ready to run, das heißt, sie ist fertiggestellt und lauffähig. Der erste Punkt geht auf den Zugriff auf die Informationen ein. Wer sich mit Business Intelligence beschäftigt hat, weiß, dass die Frage, wie gut werden die Daten an den Anwender herangetragen, wie einfach, intuitiv ist die Oberfläche, das entscheidet über das Wohl und Wehe der Zukunft eines Data Warehouse-Projekts. Wenn ich im Hintergrund viele Daten wunderbar aufbereitet habe, aber sie im Vordergrund nicht intuitiv an den Mann oder die Frau bringe, dann wird das System nicht genutzt und ist damit zum Scheitern verurteilt. Also ein hoher Nutzerkomfort, das war für uns ganz wichtig. Insofern haben wir uns am Markt umgeschaut und Technologien gefunden, die das sicherstellen im Frontend-Bereich. Und dann konzentrieren wir uns mit Noventum HR Analytics im Standardbereich auf einen sehr hohen Auswertungsumfang. Das heißt, eine Fülle von Kennzahlen sind vorberechnet in den verschiedensten Themenbereichen und können dann ausgewertet werden nach den unterschiedlichsten Perspektiven. Das ist im Bauch von Noventum HR Analytics bereits enthalten. Wir arbeiten in dem Zusammenhang mit der Deutschen Gesellschaft für Personalführung zusammen. Da gibt es eine ganze Reihe von Kennzahlendefinitionen, derer wir uns angenommen haben, um sie im System sicherzustellen, und haben das dann zum Beispiel mit SAP HCM abgeglichen. In einem konkreten Projekt ist uns aufgefallen, dass es 3 verschiedene Eintrittsdaten gibt im SAP. Und für die Kennzahl war natürlich wichtig, welche von den 3 nimmt man. Das liegt manchmal nicht auf der Hand. Also Kennzahlendefinition, um da Standards zu definieren, das ist ein wichtiges Thema. Und der Data Mart, also der Datentopf, in dem wir die Daten zusammentragen, der ist frei erweiterbar, um eben offen zu sein, nach rechts und links, für die Datenquellen, die beim Kunden sonst noch im Einsatz sind und die für die Personaldatenanalyse benötigt werden. Des Weiteren ist im Funktionsumfang bereits enthalten ein Rollen- und Berechtigungskonzept, ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, auch hier setzen wir auf Technologien, die sicherstellen, dass genau der Anwender die Daten sehen darf, die ihm angeboten werden. Das mag im Fall von Personaldaten und Gehältern sehr, sehr differenziert betrachtet werden müssen. Wir haben einen großen Kunden, bei dem zum Beispiel ein Bereichsleiter nur die Daten seiner Region angeboten werden dürfen. Das heißt, der Bericht ist als Standard definiert und steht überall zur Verfügung, aber der Bericht stellt sicher, dass der Anwender, der diesen Bericht startet, auch wirklich nur seine Region, seinen Bereich, seine Mitarbeiter sehen darf. Es gibt Standardschnittstellen zu verschiedenen HR-Systemen, heute der Fokus auf SAP HCM, aber auch Persis, ein etabliertes HRM-System am deutschen Markt, ist uns nicht unbekannt, und es sind Schnittstellen fertig, um aus diesem System heraus Daten in unser Data Warehouse zu überführen.
Die Software ist so konzipiert, dass sie on-premise laufen kann, also bei unserem Kunden, auf seiner Hardware, in seinen Räumlichkeiten, aber auch bereits für die Cloud gangbar ist. Das heißt, die ganze Konzeption ist so erstellt bei der Entwicklung, dass es diesen neuen Trend, dass auch solche Daten in die Cloud überführt werden und Systeme in der Cloud betrieben werden, das unterstützt werden kann. Neben diesem Standardkonzept und Standardportfolio gibt es die Möglichkeit, optional Planung zu ergänzen. Planung ist für viele selbstredend Teil des HR-Berichtswesens, weil man nicht nur auf die Ist-Daten gucken will, sondern diese auch vergleichen möchte mit dem, was geplant, vielleicht auf Jahresebene oder unterjährig dann auch nochmal kontrolliert werden soll. Dazu gibt es optional die Möglichkeit, eine Lösung mit Thinking Networks zu ergänzen, einem Planungswerkzeug, das bereits Workflows und Planungsszenarien für den Personalbereich fertig hat, um, wie gesagt, optional, wenn man planen möchte, in diesem Umfeld Planungswerte mit zu ergänzen. Das wird in den gleichen Datentopf geschrieben, sodass man also Ist- und Planwerte beisammen hat und sie miteinander vergleichen kann, aufgesetzt auf HR Analytics mit der Technologie von Thinking Networks. So, und wenn dann dieser Standardumfang beschrieben ist, gehen wir jetzt mal kurz darauf ein, was das dann in der Individualisierung beim Kunden vor Ort bedeutet. Auf der rechten Seite sehen Sie zunächst den Hinweis, dass mit unserer Lösung Kundenfeedback ist da massiv eingeflossen, aber auch eben die eigene HR-Expertise, eine Standardlösung entstanden ist, die, wir geben jetzt hier mal den Wert an, das ist realistisch, in 5 Tagen nach Installation und initialer Befüllung in der Lage wäre, bei Ihnen vor Ort die ersten Kennzahlen darzustellen, die ersten Analysen zu ermöglichen. Das ist erweiterbar in alle Richtungen und offen. Jetzt auf der linken Seite ein paar Hinweise der Individualisierung. Was wird also bei Ihnen dann nochmal angepackt und individualisiert? Zunächst mal werden die Kennzahlendefinitionen geprüft. Und man schaut, verstehen wir unter Fluktuation das Gleiche wie Sie? Wird das bei Ihnen genauso interpretiert und berechnet wie bei uns? Das würde angepasst. Man prüft auch, ob noch Kennzahlen fehlen, weil sie in einer anderen Graduierung benötigt werden, weil wir eine zeitliche Komponente in der Kennzahl brauchen, die wir nicht vorgesehen haben, wie ein Vierteljahr oder ein Halbjahr, das Sie gerne berücksichtigt haben wollen. Das alles würde dann quasi angepasst oder erweitert werden können. Dann gucken wir uns die Standard-Reports an. Wir haben natürlich ein Design gefunden, das wir für interessant und richtig halten. Das kann angepasst werden auf Ihre Bedürfnisse. Und auch da wieder die Sichtweise auf die Daten. Welche Achsen belegt man, welche feine Graduierung, welche Drill-Down-Möglichkeiten will man anbieten. Das würde man hier anpassen können, damit es auf Ihre Bedürfnisse passt. Und schließlich, wie schon erwähnt, die Anpassung des Datenraums. Es können also individuelle Datenquellen mit angezapft werden und als Datum in dieses Data Warehouse mit überführt werden, damit sie für Analysen und dergleichen zur Verfügung stehen. Egal, wie viel Aufwand man dann noch da reinsteckt, das an die individuellen Bedürfnisse anzupassen, man ist in jedem Fall um ein Vielfaches schneller, als wenn man es selber entwickelt. Wir würden heute von so einer 80-20-Verteilung sprechen, ohne dass Sie uns da bitte auf die Nachkommastelle verhaften. Aber so viel ist bereits fertig und das, was noch nicht fertig ist, kann auf dieser Art von Diskussionsgrundlage so schnell ergänzt und erweitert werden, dass es in keinem Verhältnis steht zu einer Neuentwicklung eines HR-Data-Warehouses. Das sieht auch einer unserer großen Kunden so, den wir hier mal zitieren wollen. Herr Gessner ist verantwortlich für den Bereich BI und Middleware bei der Filia Data. Filia Data ist die IT-Tochter vom DM-Drogeriemarkt und dieser DM-Drogeriemarkt setzt HR Analytics ein für die Analyse der eigenen Personalstände. Interessant in dem Fall, Filia Data hat einen sehr großen BI-Bereich mit hervorragender MicroStrategy-Expertise und sie haben einen großen SAP-HCM-Bereich mit hervorragendem Know-how, wo die Daten im SAP-HCM zu finden sind. Trotzdem hat man sich nach Prüfung von dem Leistungsumfang unserer Lösung dafür entschieden, gemeinsam mit uns auf diese Lösung zu setzen und sie auf ihre Bedürfnisse hin zu erweitern. Das Projekt ist in Deutschland gestartet, wird mittlerweile aber auch ausgebaut Richtung europäische Nachbarländer. Also ein sehr schönes, großes Projekt. Man muss natürlich sagen, DM
ist mit 38.000 Mitarbeitern, die allein in Deutschland dadurch verwaltet werden, ein sehr großes Haus. Das führte im Projekt auch dazu, dass es eine Menge Stakeholder gab, neben dem BI-Bereich, das liegt auf der Hand, und dem SAP-Bereich, auch der Fachbereich HR natürlich. Und in dem Fall wird natürlich auch sehr kritisch drauf geschaut durch die Personalvertretung, den Betriebsrat. Auch das Management hat eine große Aufmerksamkeit auf diesem Projekt. Das ist bei dieser Größe nachvollziehbar. Soll aber nicht heißen, dass alle Kunden in dieser Größenordnung nur sich bewegen. Wir haben einen Kunden aus dem Raiffeisenbankumfeld für uns gewinnen können, der mit dieser Lösung 400 Mitarbeiter administriert und verwaltet. Also da ist von klein bis mittelgroß und ganz groß aktuell schon alles vertreten. So, jetzt würde ich Ihnen ganz gerne live ein paar Eindrücke verschaffen von dieser Lösung. Das ist in dem Fall ein Video, das wir gedreht haben, um mal die Lösung ein bisschen zu präsentieren. Und ich erzähle Ihnen, während das Video läuft, ein Stück weit was dazu. Wir haben uns ein ganz willkürliches Beispiel ausgedacht. Ein willkürliches Beispiel einer Fragestellung, um mal die Funktion und die Arbeitsweise von Noventum HR Analytics zu beschreiben. Wir stellen uns einfach mal vor, ein Personalvorstand bekommt am Monatsanfang jeweils per Mail einen PDF-Bericht zugeschickt. Dieser PDF-Bericht hat zunächst mal geprüft, dass er auch das Recht hat, ihn zu bekommen, denn der wird automatisiert erstellt von Noventum HR Analytics, wird übertragen ins PDF, nachdem erstmal die Rechte des Anwenders, der den bekommt, geprüft wurden, und dann wird er per Mail versandt. Das gucken wir uns jetzt an. Hier also unser Berichtsempfänger, und er öffnet jetzt dieses Dokument, um die für ihn relevanten Kennzahlen mal visualisiert zu bekommen. Das Dokument wird, wie gesagt, automatisiert gebaut. Wir haben Möglichkeiten, auf Layout Einfluss zu nehmen. Das Inhaltsverzeichnis wird automatisiert erstellt. Und dann bekommt er hier die für ihn relevanten Kennzahlen auf einen Blick. Personalstand und dann vier Ausprägungen Richtung Krankenstand, Mehrarbeit, Fluktuation und Gehälter. Und beim Krankenstand gibt es eine Alarmfunktion im Bereich Produktion, die ihm deutlich macht, dass wir im aktuellen Monat in der Produktion einen sehr hohen Krankenstand haben. Das war vielleicht schon mal Thema dort, dass das natürlich sehr kritisch ist für das Unternehmen und dass man dem jetzt eine größere Aufmerksamkeit widmen möchte. Deswegen nehmen wir mal an, er kommentiert jetzt diese E-Mail und leitet die weiter an einen Kollegen, der sich diesem Thema widmen soll. Jetzt wechseln wir sozusagen von der Ansicht eines PDF-Dokuments hin in die Ansicht eines Reports innerhalb von Noventum HR Analytics. Wir sehen hier zunächst mal genau den gleichen Bericht, wieder mit unseren Ausprägungen und unserer Auffälligkeit. Dieser Bericht innerhalb von Noventum HR Analytics hat jetzt mehr Komfortmöglichkeiten der Analyse. Wir haben hier nochmal den Krankenstand über das Gesamtunternehmen mit der Vorjahreskurve im Vergleich und könnten dann mal auf den Bereich Produktion im Besonderen eingehen, um mir weitere Details anzeigen zu lassen. Krankentage je Mitarbeiter, da sehen wir, wie das hochgegangen ist im März. Und jetzt sehe ich möglicherweise einen Zusammenhang zu Überstunden, denn die waren im Januar, Februar sehr hoch und gehen dann schlagartig im März runter. Und dieser Zusammenhang, der hat jetzt das Interesse unseres Kollegen geweckt. Da möchte er sich mal weiter rein konzentrieren. Der Mehrarbeitsbereich zeigt auch direkt schon, dass wir hier eine Auffälligkeit haben in der Produktion. Und die Grafiken zeigen mir fürs Gesamtunternehmen zunächst den Aufbau und Abbau von Überstunden. Für das Gesamtunternehmen, aber eben auch für einzelne Abteilungen. Das wäre jetzt die Sicht gewesen auf ein Standarddokument. Und er wechselt von diesem Standarddokument nun in ein Dashboard. Ein Standarddokument dient dem Zweck, vielleicht eher in tabellarischer Form, auch für den Ausdruck geeignet oder zum Weiterleiten, Berichte zu erstellen. Dieses Dashboard dient dem Zweck, Kennzahlen auf eine Weise darzustellen, die man leicht interpretieren kann und die auf einen Blick einem wichtige Antworten liefern oder weiteren Spielraum für Analyse ermöglichen. Das ist jetzt hier so ein Dashboard. Er bleibt in der gleichen Lösung, im gleichen System, hat nur die Art der Sichtweise geändert. Und dieses Dashboard soll jetzt dem Zweck dienen, diesen Zusammenhang Mehrarbeit und Krankenstand zu analysieren. Das Dashboard
zeigt zunächst mal wichtige Kennzahlen auf einen Blick. Hier die Aufteilung Teilzeit, Vollzeit, Geschlechter, unbefristete Verträge, Altersverteilung, Betriebszugehörigkeit, die Anzahl Mitarbeiter auf den Monat. Aber wir schauen jetzt mal rein ganz konkret in die Mehrarbeit. In der Mehrarbeit sehe ich mit Mouse Over, werden mir noch Details angezeigt, das Gleitzeitkonto je Mitarbeiter in dem Bereich. Hier nochmal die einzelnen Abteilungen tabellarisch und weiter unten dann zu jedem Bereich die Details. Hier also Überstunden je Mitarbeiter, das waren Werte, die wir schon kannten für Januar, Februar und März. Und ich kann mir das mal vergleichen mit einer anderen Abteilung, um zu gucken, ob gewisse Trends sich durchs ganze Unternehmen ziehen oder eben nicht. Die Vorjahresvergleiche wieder in der grauen Kurve dahinter. Wir gucken wieder in die Produktion und sehen da jetzt in der unteren Hälfte rechts, dass wir Aufbauüberstunden im Durchschnitt sehr hoch haben, Abbau sehr gering. Und in der Kurve darunter, dass 40% der Mitarbeiter für Überstundenaufbau beigetragen haben. Das ist eine sehr hohe Last. Und die Lorenz-Kurve unten zeigt auch noch, die steigt sehr steil an, dass sehr viele Überstunden gemacht haben. Das ist also ein Abteilungsproblem. Und das wird mir hier auch nochmal dargestellt durch die Blöcke, in denen wir so Summen gebildet haben auf die Überstunden. Soweit eine detailliertere Sicht in den Bereich der Mehrarbeit. Der Anwender hat jetzt die Sicht gewechselt. Er war vorher im Präsentationsmodus dieses Dashboards und jetzt geht er in den Editiermodus. Das heißt, jetzt hat er das Ziel, frei zu analysieren. Er möchte das, was er sich anguckt, ergänzen um Details, die ihn weiterhin interessieren. Auf der linken Seite sehen Sie jetzt quasi alle Objekte, die er verwandt hat, um dieses Dashboard zu bauen, respektive die verwandt wurden, um dieses Dashboard zu bauen. Und damit haben Sie auch schon mal so einen kleinen Einblick in den Datenraum, der hier zur Verfügung steht. Also nach Objekten, nach Metriken, nach Kennzahlen unterschieden, sehen Sie hier eine Fülle von Informationen, die man verwenden kann, um ad hoc Daten zusammenzutragen. Wenn man gleich ganz unten auf alle Objekte klickt, dann haben Sie quasi eine Übersicht über den gesamten Datenraum, den Noventum HR Analytics bereits mitbringt, automatisiert alle Objekte, die man für Abfragen nutzen kann. Sortiert nach Themenbereichen wie Mitarbeiter, Gehälter und so weiter. Hier bewegen wir uns jetzt in den Metriken. Das kann man auch mal nach Attributen sich anschauen lassen. Jetzt alles Attribute im Bereich Mitarbeiter, die man verwenden kann, um zum Beispiel nach Altersgruppe zu sortieren zukünftig oder nach dem Geschlecht, der Nationalität oder der Stellenbeschreibung. Wir wollen uns jetzt gleich mal eine ganz konkrete Fragestellung anschauen. Deswegen wählen wir eine Grafikart aus. Das tun wir jetzt hier. Und dann überlegen wir uns, wie die Grafik bestückt werden soll. Da wird zunächst mal die Krankentage pro Mitarbeiter auf eine Ebene gelegt und dann die Überstunden pro Mitarbeiter auf die zweite Ebene. Rechts wächst unsere Grafik schon. Jetzt möchte ich das unterscheiden können nach Abteilung, deswegen wird dieser Umbruch eingefügt. Jetzt habe ich diese Übersicht auf alle Abteilungen und ich möchte die farblich unterscheidbar machen, deswegen das Einfärben, die Legende hat sich automatisch rechts gebildet. Außerdem möchte ich, dass die Anzahl Mitarbeiter Auswirkungen auf die Größe meines Balls hat. Und das schaue ich mir jetzt an nach dem Jahr, das mich besonders interessiert, das Jahr 2017. Und innerhalb des Jahres möchte ich es einschränken können auf die Monate. Wir haben ja gesehen, Januar bis März war gefüllt. Und diese Monate kann ich mir jetzt nacheinander anschauen. Die Skala rechts und links ändert sich automatisch. Hier sehe ich hohe Überstundenanzahl und noch relativ geringer Krankenstand. Im Februar ein gleicher Effekt in der Produktion, ein echter Ausreißer. Und wenn ich jetzt auf den März gehe, dann sehen Sie unten, dass sich die Anzahl Tage in der Skala verändert und springt hoch auf 2,6. Also im März diesen hohen Unterschied zu den Vormonaten. Wir haben also diese Auswirkungen von Überstunden auf Krankentage ein Stück weit nachgewiesen. Und diese Auswertung, die er sich hier gebaut hat, die kann er jetzt nehmen und kann sie zum Beispiel für weitere Analysen verwenden als Filter. Er kann sie weiterleiten. Das startet er jetzt hier oben per E-Mail. Immer wieder auch dann mit der Voraussetzung, dass derjenige, der es erhalten soll, auch die Rechte hat auf diese Daten. Ja, soweit ein Eindruck von Noventum HR Analytics. Wir haben gesehen, dass die Lösung
in einem Guss daherkommt, dass der Anwender die Chance hat, mit Standardberichten zu arbeiten, die Informationsbedarfe ihres Hauses, bei denen man keine großen Veränderungen erwartet, können auf diese Weise wunderbar komfortabel abgebildet werden. Gleichzeitig haben wir gesehen, wie mit Dashboards Kennzahlen schön dargestellt werden können. Das sind hier alles exemplarische Darstellungen gewesen. Die Flexibilität ist ohne Grenzen. Und gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, ad hoc als Anwender selber Fragestellungen zu beantworten. Soweit dieser Eindruck von der Live-Thematik. Ich hoffe, das hat gereicht. Es ging jetzt sehr zügig, um ein kleines Bild zu haben. Wir ziehen das jetzt hier wieder zur Seite. Und dann würde ich übergeben wollen an meinen Kollegen Herrn Kai Kamphans, der an dieser Stelle noch die Chance hat, Ihnen ein bisschen was zu der Architektur im Hintergrund zu sagen. Ja, vielen Dank, Thorsten. Auch von meiner Seite möchte ich Sie nochmal herzlich begrüßen. Ich möchte Ihnen jetzt zunächst einen Überblick über die Architektur unserer Lösung geben. Sie sehen hier die Architektur im Schichtenmodell aufgebaut. Von unten beginnend sehen wir zunächst die Schicht der Quellsysteme, darüber anschließend den Kern unserer Lösung, das Data Warehouse, und im oberen Bereich die Frontend-Systeme, also die Reporting-Schicht. Unsere Lösung ist, wie gerade schon erwähnt, offen und modular aufgebaut. Das bedeutet einerseits, dass eben Quellsysteme und auch die BI-Frontends rund um den Kern des Data Warehouses austauschbar sind. Heißt also, wenn wir beim Kunden auf bestehende Systeme treffen, die bereits im Einsatz sind, dann können wir diese adaptieren, sowohl im Bereich der Quellsysteme als auch im Bereich der Reporting-Frontends, und sind eben dann in der Lage, an unser Data Warehouse unterschiedliche Systeme anzuschließen. Andererseits bedeutet offen aber auch, dass wir den thematischen Umfang erweitern und ergänzen können und eben durch die Hinzunahme anderer Datenquellen auch andere Themenbereiche erschließen können. Wie Sie gerade gesehen haben, bringen wir aber nicht nur die Möglichkeit mit, neue Frontend-Systeme anzuschließen, sondern eben auch vorgefertigte Frontend-Lösungen auf Basis insbesondere von MicroStrategy, wie wir es gerade in der Demo gesehen haben, und Power BI oder Board. Wenn wir uns die Software-Systeme einmal anschauen, dann sehen wir sie auf der rechten Seite dargestellt. Im unteren Bereich konzentrieren wir uns insbesondere auf SAP HCM, also im Bereich der Quellsysteme, und auf Persis. SAP HCM hat die Besonderheit, dass wir über die Schnittstellensoftware Theobald Extract IS, die im Nachgang noch vorgestellt wird, die Möglichkeit haben, SAP BI Content Data Sources anzubinden und zu extrahieren. Heißt also, wir haben hier über diese Software die Möglichkeit, Komponenten in unsere ETL-Verarbeitung aufzunehmen, um diese Datenquellen anzusprechen. Somit bildet Theobald also die Zwischenschicht zwischen den Quellsystemen und unserem Data Warehouse. Das Data Warehouse sehen Sie hier in der Mitte, basierend auf SQL Server, das heißt die Datenbank einerseits ist SQL Server basiert, als auch die ETL-Werkzeuge in Form von SQL Server Integration Services. Die Schichtenarchitektur innerhalb der Datenbank, des Data Warehouses, sieht so aus, dass wir zunächst in der untersten Schicht, dem Data Acquisition Layer, eine 1-zu-1-Kopie der Daten aus dem Quellsystem vornehmen, die dann danach in dem Data Integration Layer in der zweiten Schicht weiterverarbeitet werden. Hier wird die Integration auch unterschiedlicher Datenquellen hergestellt. Hier findet die Vereinheitlichung von Bezeichnungen statt und eben insbesondere auch die Abbildung von Geschäftslogik. Die dritte Schicht, Data Propagation Layer, geht schon in Richtung Frontend-Systeme. Hier wird das STAR-Schema aufgebaut und die Verknüpfung von Bewegungsdaten und Stammdaten dann im nächsten Schritt in der im multidimensionalen Modell vorbereitet. Hier in einer etwas anderen Farbe dargestellt, der Data Virtualization Layer dient insbesondere dazu, Besonderheiten der unterschiedlichen Frontend-Systeme zu berücksichtigen und die Daten dann final zur Verfügung zu stellen. Auf dieser Folie sehen wir auf der linken Seite einmal nochmal den Datenraum in der Word Cloud dargestellt. Heißt, hier soll nochmal ein Überblick gegeben werden über den
ja, über den Umfang der Inhalte und der Themenbereiche. Wir haben hier unterschiedliche Fakten- oder Bewegungsdateninformationen, die wie schon dargestellt mit ca. 30 Stammdatendimensionen verknüpft werden können. Hier stehen uns ungefähr 250 Attribute zur Verfügung aus den Themenbereichen, die Sie hier mal so einen Überblick erfassen können. Es geht hier um Mitarbeiterstrukturen, es geht um Organisationsmanagement, Mitarbeitergruppen, Personalbereiche, insbesondere dann in den Faktenthemenbereichen der Bewegung, Zeitwirtschaft, Urlaubskontingente. Einen Eindruck haben Sie ja gerade in der Demo schon erhalten, sodass ich das jetzt hier gar nicht zu umfangreich darstellen möchte. Aber exemplarisch, einmal auf der rechten Seite dargestellt, in Form eines Informationsmodells, die Personalbewegung als Fakteninformation im Zentrum. Das heißt, wir haben hier die Bewegungsdaten in der Mitte dargestellt und drumherum angeordnet Dimensionen, also Auswertungskategorien, über die diese Kennzahlen aufgerissen werden können. Diese Darstellung in diesem Informationsmodell ist ein gutes Hilfsmittel für uns, um mit dem Fachbereich unabhängig von technischen Hürden wirklich über Inhalte sprechen zu können. Das heißt, wir sehen hier die Verknüpfung von Bewegungsdaten mit Stammdaten und können uns einen guten Überblick über Auswertungsmöglichkeiten verschaffen und so ein gemeinsames Verständnis eben für den Datenraum schaffen, der uns dann im Anschluss hilft, in einer Fit-Gap-Analyse eben zu identifizieren, wo wir Anpassungsbedarf haben und wo neben dem, was wir in der Lösung mitbringen, noch Erweiterungsbedarf von Seiten des Kunden besteht. Bei der Durchführung von HR-Einführungsprojekten orientieren wir uns an einem bei Noventum etablierten BI-Vorgehensmodell. Das heißt, wir haben hier bei Noventum Projektmanagementprozesse, Instrumente und Dokumente aufgebaut, die uns eben bei der Durchführung der BI-Projekte zur Verfügung stellen. Wir haben diese für die HR-Projekte adaptiert und auf die Besonderheiten angepasst. Wie Herr Nims vorhin schon erwähnte, ist es nicht ungewöhnlich für BI-Projekte, aber auch bei uns eine besondere Herausforderung, die vielen Beteiligten zu koordinieren. Das heißt, wir haben von SAP-Basis, SAP-Modulbetreuer, IT, Datenbankadministratoren und Power-Usern Fachbereich, ganz viele Beteiligte, die hier koordiniert werden müssen, und diese Instrumente helfen uns da eben sehr deutlich bei. Wenn wir mal einmal durch die Prozesskette durchgehen, beginnen wir unsere Projekte üblicherweise mit einer Anforderungsanalyse, wo wir mit dem Fachbereich eben gucken, welche Berichtsanforderungen sind da, welche Themenbereiche, Kennzahlen sind abgebildet und fehlen noch, was müssen wir noch tun und wo sind diese Sachen in den Quellsystemen überhaupt vorzufinden. Der nächste Schritt würde dann eben die Konzeption der Data Warehouse und ETL-Anpassungen sein und die Umsetzung dieser eben im Data Warehouse. Über den Schritt der Data-Mart-Anpassung bereiten wir das multidimensionale Modell vor, auf das wir dann eben im Reporting zurückgreifen können, wo dann auch über Anpassungen von Berichten und Erweiterungen von Kennzahlen gesprochen wird, sodass am Ende von Schritt 4 eigentlich die Entwicklungsschritte abgeschlossen sind und wir über die Produktivsetzung sprechen können. Und hier haben wir ein Betriebskonzept erarbeitet, was eben Zuständigkeiten, Abgrenzungen von Zuständigkeiten und Abläufe beschreibt und eben auch eine Klassifizierung und Beispiele für Service Requests aufnimmt. Aber zu diesem Bereich der Produktivsetzung oder des Betriebs, da würde ich dann gerne an den Herrn Nims übergeben. Ja, vielen Dank, Kai. Sehr gut. Wir haben zwei Möglichkeiten, Noventum HR Analytics in den Betrieb zu geben. Das eine ist on-premise bei Ihnen vor Ort. Das andere ist die Möglichkeit von der Cloud. Wir hatten das vorhin schon erwähnt. Cloud ist ein Thema, das schwer im Kommen ist. Interessanterweise für uns auch eine Entwicklung, die wir so seit ein, zwei Jahren wahrnehmen, dass selbst Unternehmen ganz interessiert darin sind, ihre Personaldaten auszulagern, um sie außerhalb der eigenen vier Wände für die Analyse zur Verfügung zu stellen. Die Vorteile von der Cloud-Lösung brauchen wir nicht aufzeigen, das liegt auf der Hand. Wenn das für Ihr Haus von Interesse ist, haben wir sowohl den Service,
der diese Art von Dienste beraten kann, als auch eine Lösung, die dafür prädestiniert ist, in der Cloud betrieben zu werden. Gleichzeitig natürlich die On-Premise-Thematik. Und hier soll das Stichwort Betrieb einfach nur deutlich machen, dass wir Ihnen die Hilfe zur Verfügung stellen können, die benötigt wird, ohne uns in Dinge einzumischen, die uns angehen. Und dieser Leistungsschnitt, der muss miteinander definiert werden. Das heißt, wir würden besprechen für die Frage, wer betreibt den Server, wer datet Betriebssysteme ab, wer sichert die Daten, wer verschlüsselt Daten. All diese Dinge müssen besprochen werden. Und wenn die geklärt sind und Verantwortlichkeiten sind deutlich geworden, dann kann man die in ein Betriebskonzept gießen und entsprechend so verfahren. Im Fokus natürlich bei all diesen Themen immer das Thema Datenschutz vorneweg. Selbst wenn das System bei unserem Kunden komplett betrieben wird, stehen Support-Services zur Verfügung, sodass technische Fragen, die aufkommen mögen oder Probleme, zu den normalen Support-Zeiten adressiert werden und dann kurzfristig verarbeitet werden können. So kurz der Ausflug in Richtung Betrieb dieser Lösung, nachdem sie eingerichtet worden ist. An dieser Stelle möchten wir uns von Noventum schon mal ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und ich möchte jetzt gerne übergeben an die Firma Theobald. Freuen wir uns darauf, jetzt auch nochmal ein bisschen was von Herrn Elsheim zu hören über den technischen Background dieses Zugriffs auf SAP HCM. Ja, vielen Dank soweit. Ja, wir als Theobald Software, als Marktführer im Bereich SAP Integration und seit über 10 Jahren auf dem Markt und spezialisiert auf die Entwicklung von SAP-Schnittstellen, arbeiten mit vielen Partnern zusammen im Bereich jetzt HCM. Natürlich ist auch Noventum eins unserer Partner in dem Bereich, aber auch arbeiten wir mit BI-Hersteller, mit Anbietern von BI-Tools, zum Beispiel die drei, die wir auch vorher gesehen haben, MicroStrategy, Microsoft bzw. Power BI, aber auch Board. Und wir haben die Expertise, die wir dann bei ca. 2500 Kunden weltweit entsprechend auch anbieten. Und natürlich auch mit Büros und Niederlassungen weltweit, unter anderem in den USA, in Frankreich, aber auch im asiatischen Markt. Und natürlich sind wir auch SAP-Partner, damit wir Ihnen die entsprechende Expertise anbieten können. Und das ist jetzt nicht nur im Bereich HCM, sondern auch in den entsprechenden anderen Modulen des SAP-Systems beziehungsweise auch im Bereich SAP BW, also Business Warehouse. Wie schon gesagt vorher, über 2500 Kunden haben wir weltweit, die unsere SAP-Konnektoren entsprechend verwenden, um ihre SAP-Quelldaten sozusagen zu holen, entweder jetzt für BI-Zwecke, wie in dem Fall jetzt hier mit HR- oder HCM-Daten oder auch im Bereich Workflow und Prozessintegration. Jetzt für den Bereich Integration mit dem SQL-Server, was wir gerade gesehen haben, haben wir auch entsprechende Success-Stories. Hier habe ich für Sie 4 ausgewählt, wo dann entsprechende namhafte Kunden darstellen, wie sie dann die Software nutzen und was sind die Vorteile. Ja, das heißt, wenn Sie jetzt Ihre SAP-Daten holen wollen aus dem HCM-Modul oder aus einem anderen Modul und Sie nutzen den SQL-Server und die ETL-Werkzeuge des SQL-Servers, dann sehen Sie hier die Möglichkeiten und die Vorteile, die Sie entsprechend haben. Wir bieten hier in der Zusammenarbeit mit Noventum, wir bieten den SAP-Connector. Das heißt, wenn Sie die Lösung kaufen von Noventum, wie schon vorher gesagt haben, Sie müssen wenig machen oder fast gar nicht, das machen dann die Kollegen von Noventum für Sie. Aber als Connector wird entsprechend unser Produkt XSAIS eingesetzt. Das heißt, Sie werden wahrscheinlich hier wenig
damit zu tun haben. Das heißt, sie werden das technisch selber nicht bedienen wollen oder müssen. Aber ich werde ihnen trotzdem die Möglichkeit zeigen, falls sie das erweitern wollen, welche Möglichkeiten sie haben und so weiter. Wie schon vorher gesagt, Extract AS, was wir anbieten, ist als SAP-Connector zu verstehen, als Plugin sozusagen für das ETL-Werkzeug vom SQL-Server. Die nennen sich Integration Services. Und so haben Sie dann die Möglichkeit, Ihre Daten aus dem SAP-System, in dem Fall aus dem HR-Modul, HCM-Modul, aber auch aus den anderen SAP-Modulen, beziehungsweise auch aus dem SAP-BW zu laden und dann entsprechend an Ihre Data Warehouse oder Datenbank weiterzugeben. In dem Fall hier meistens wird der SQL-Server verwendet. Wie Sie es wissen, im SAP-System haben Sie dann technisch unterschiedliche Objekte, wo Sie dann die Daten entsprechend extrahieren können. Hier sehen wir dann im oberen Teil die Objekte auf der SAP-Seite, das heißt, das sind zum Beispiel Tabellen, dort haben Sie dann Ihre Stammdaten, Ihre Bewegungsdaten, Texte und so weiter und so fort. Es gibt aber auch Business-Objekte, also zum Beispiel Funktionsmodule, es gibt aber auch Queries und ABAP-Reports und nicht zuletzt die sogenannten Extraktoren und Data-Sources als Teil des Business-Content von SAP. Und hier dann entsprechend bieten wir die Komponenten, um diese Daten aus dem SAP extrahieren zu können. Und ein großer Vorteil haben Sie hier mit dieser Delta-Q-Komponente. Das heißt, Sie können die entsprechenden Extraktoren aus dem Business-Content laden, unabhängig davon, ob Sie ein BW-System haben oder nicht. Normalerweise sind diese Extraktoren vom SAP entwickelt für das SAP-BW-System und die bieten unterschiedliche Vorteile, unter anderem zum Beispiel das Delta-Management bzw. das inkrementelle Laden der Daten. Das heißt, in dem Fall, Sie holen nur die Daten, die sich im SAP-System geändert oder neu angelegt wurden und so weiter. Sie müssen nicht immer ein Full Load machen. Das heißt, hier auf dieser Folie haben wir dann die Möglichkeit gesehen, wie Sie dann die Daten aus dem HCM oder ERP-System im Allgemeinen sehen. Wir bieten aber natürlich auch die Möglichkeit, Daten aus dem BW-System zu holen. Wir gehen heute aber nicht drauf ein. Soweit zu der Architektur. Ich würde Ihnen kurz das gerne auch technisch zeigen. Ich habe hier dafür ein Visual Studio, das ist einfach das Tool von Microsoft für das ETL-Werkzeug, für die Integration Services. Und hier habe ich einen sogenannten Dataflow, Datenfluss-Task. Hier kann ich dann definieren meine Quellobjekte. Hier sehen wir dann auf der linken Seite zum Beispiel unsere Komponenten Extract Table. Das ist dann die Komponente, die uns ermöglicht, Daten aus einer SAP-Tabelle oder aus einem SAP-View zu holen. Dafür brauche ich eine Verbindung. Hier habe ich unten zwei Verbindungen. Einmal meine Verbindung zum SAP-System. Wie Sie es hier sehen, ich bin mit meinem SAP-Demo-System verbunden und sonst habe ich noch eine Verbindung zum SQL-Server. Und hier habe ich die Table-Komponente. Wie Sie sehen, hier kann ich dann entsprechend suchen und nach meinen Tabellen, also in dem Bereich jetzt HCM, habe ich jetzt die PA-Tabellen, wie Sie sehen, dann für Maßnahmen, organisatorische Zuordnung, Daten zu Personen und so weiter und so fort. Hier eine Liste von Tabellen. Da kann ich einfach dann die Tabelle wählen und dann hier sehe ich dann die entsprechenden Spalten. Da könnte ich jetzt wählen, welche Spalten ich extrahieren will, haben will. Ich habe hier die Möglichkeit, auch eine Where-Bedingung mitzugeben. Und wenn ich fertig bin, dann kann ich hier dann auch mal ein Preview machen. Und sehen wir dann die entsprechenden jetzt SAP-Daten hier direkt. Wenn ich fertig bin, dann kann ich dann hier eine Tabelle definieren als Ziel in meinem SQL-Server. Und so kann ich jetzt diesen Task fertig. Ich könnte den hier jetzt manuell sozusagen jetzt ausführen. Ich kann ihn natürlich aber auch schedulen, so dass er jede Nacht oder einmal im Monat und so weiter ausgeführt wird. Und wie Sie sehen, das war jetzt erfolgreich und hier die Anzahl der Datensätze, die entsprechend jetzt extrahiert wurden. Das heißt, alles ist erfolgreich soweit und wenn ich jetzt hier dann in meinen SQL-Server gehe,
dann würde ich dann das entsprechend die Daten hier sehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, nicht nur Daten aus einer bestimmten Tabelle zu holen, sondern auch zu joinen. Hier habe ich ein Beispiel, dass ich jetzt Daten aus zwei Tabellen join. Einmal aus der PA 0000, also das ist der Personalstammsatz, und die möchte ich jetzt joinen mit Daten zur organisatorischen Zuordnung. Das heißt, hier in jeder Tabelle habe ich dann wieder die Spalten, die zur Verfügung stehen. Mit einem Doppelklick werden sie dann unten übernommen, und dann aus der zweiten Tabelle kann ich dann entsprechende Felder dazu holen, wie wir es dann unten entsprechend sehen. Zum Beispiel habe ich den Buchungskreis, Personalbereich und so weiter geholt, und hier im Preview kann ich dann das entsprechend auch sehen. Und genauso kann ich dann das nochmal ausführen, und dann habe ich die Daten wieder dann in meinem SQL-Server. Das habe ich kurz vorbereitet, und in dem Fall jetzt sehe ich hier die Felder aus dem Join der beiden Tabellen. Wichtig ist, dass wir auch Tabellen, nicht nur Tabellen extrahieren können, sondern auch Daten aus den Extraktoren vom Business Content. Der eine Vorteil war mit der Delta-Beladung. Andere Vorteile sind, dass da entsprechend ein Business-Sicht einfach von SAP zur Verfügung gestellt wird. Und diese Extraktoren, es gibt Standard-Extraktoren, die einfach SAP mitliefert. Hier sehen wir das auch hier kurz im SAP-System. Das sind jetzt in dem Beispiel, Stammdaten zum Personalbestand, das können aber auch Texte und Attribute sein, das können aber auch Hierarchien, zum Beispiel Organisationshierarchie und so weiter und so fort. Das finden Sie alles standardmäßig im SAP mitgeliefert. Man kann aber auch natürlich seine eigenen Extraktoren erstellen und die entsprechend extrahieren. Das würde genauso funktionieren. Und schauen wir uns das kurz an. Das heißt, dieser Business Content steht dann entsprechend zur Verfügung, und hier unter Personalmanagement PA, dann finde ich entsprechend meine Extraktoren. Also hier die jetzt für Personaladministration und so weiter, und dann habe ich noch weitere. In dem Fall hier können wir uns das auch anschauen. In dem Fall habe ich hier diesen Extraktor hier mit dem Personalbestand, genau wie vorher. Ich kann hier direkt Zugriff auf dem SAP-System, ich kann hier definieren, ich kann erstmal suchen nach meinen Extraktoren hier aus der Liste, kann ich das entsprechend dann wählen, ich kann hier dann die Spalten entsprechend wählen, ich kann Filter definieren und so weiter, und falls ich Bewegungsdaten habe und so weiter, kann ich dann hier mit dem Update-Modus arbeiten, dass ich die Daten inkrementell aus dem SAP-System laden kann. Und so habe ich dann genau dieselben Vorteile wie ein BW-System. Und das arbeitet unabhängig vom BW-System. Das heißt, auch falls Sie ein BW-System hätten, das heißt, Sie können die Beladung parallel machen, einmal in das BW-System und einmal in den SQL-Server. Da wird es keine Probleme geben. Und auch wenn Sie das BW-System nicht haben, ist gar kein Problem. Diese Extraktoren, die existieren im ERP-System, und die müssen nur einmal aktiviert werden, und dann haben Sie einfach Zugriff drauf. Und genau, also in dem Fall waren jetzt hier die den Personalbestand, und die Daten dann habe ich hier entsprechend dann aus diesem Business Content, aus diesem Extraktor in den SQL Server geladen. Ich kann aber auch natürlich dann andere Daten wie zum Beispiel Hierarchien, wie Texte, wie Attribute holen. Hier in dem Fall habe ich einen anderen Extraktor, um die Texte für die Organisationseinheiten sozusagen zu laden. Das geht genauso. Und hier können wir uns das kurz anschauen, wie das ungefähr aussieht. Hier habe ich einfach dann die Organisationseinheit, entsprechend hier die Nummer und die Texte, und dann gefiltert hier auf die für Deutsch, also das heißt, ich habe die Beschreibung auf Deutsch. Das war soweit von meiner Seite. Das heißt, hier haben wir gesehen, wie,
wie wir dann die entsprechenden Daten aus dem BI-Content über die Extraktoren oder auch über Tabellen sehen. Und kann ich dann weiter übergeben an die Kollegen von Noventum. Herzlichen Dank, Herr Elsheim. Das hat ja prima geklappt. Wir waren uns einig, dass wir an dieser Stelle nochmal erwähnen, dass die Arbeit, die jetzt hier gerade live gezeigt wurde innerhalb vom Theobald Extract IS, Arbeit ist, die für das Noventum HR Analytics bereits erfolgt ist. Das heißt, die Auswahl der richtigen Extraktoren fürs SAP, die Auswahl der richtigen Objekte zu befüllen unseres Data Warehouse ist bereits fertig. Die ETL-Strecken stehen und laufen. Diese Art der Arbeit, diese Eingriffe würden wir gegebenenfalls mit Ihnen gemeinsam nochmal unternehmen, falls weitere Daten aus SAP abgezogen werden müssen. Das ist aber in den aktuellen Projekten gar nicht der Fall gewesen, weil unser Datenbestand bereits alles aus dem SAP HCM zieht, was für die Auswertung von Interesse war. Dieser Ausblick in den Zugriff auf die operative Datenquelle SAP HCM. Wir möchten noch mal ganz kurz zusammenfassen. Noventum HR Analytics ist ein Standardsystem zur Analyse von für das Personal relevanten Informationen und Daten. Das Ganze ist entstanden, weil wir mit Kunden und der eigenen HR-Beratung das Know-how gebündelt haben. Wir haben einen etablierten Data Mart, der solide aufgebaut ist mit modernster Technologie und alles enthält, was man typischerweise für einen guten Start in die modernere Welt der Datenanalyse benötigt. Die HTM-Zugriffe stehen mit Standardextraktoren, das haben wir gesehen, und es sind eine ganze Reihe von Standardberichten und Kennzahlen, Attributen, Metriken bereits vorhanden, um schnell starten zu können und den eigenen Datenbestand auszuwerten. Und ist nochmal wichtig, die Aussage, dass wir hier nicht eine Marketing-Schlacht vollziehen, sondern dass wir ein System anbieten, was ganz viel Substanz hat und von etablierten Firmen geprüft und für gut befunden wurde. Das heißt, wir sind wirklich stolz auf eine ganz stabile Lösung für das HR-Berichtswesen. Darf ich Sie bitten, nochmal einzugehen auf die nächste Folie, Herr Elsheim? Ja, gerne. Wie gesagt, wir bieten diese Lösung natürlich gerne zusammen mit Noventum. Nichtsdestotrotz, Sie haben die Möglichkeit, den SAP-Konnektor an sich auch mal in einer Testversion runterzuladen und zu testen. Ja, falls Sie das Bedürfnis haben, wäre kein Problem. Sie laden es einfach über die Webseite und dann können Sie es 30 Tage lang kostenlos testen bei vollem Umfang. Das heißt, alle Komponenten, die wir gerade gesehen haben, aber auch die Komponenten fürs BW und so weiter. Und Sie kriegen auch Support von uns dazu. Und was jetzt HR und so weiter angeht, würde ich Sie natürlich dann auf die Kollegen von Noventum verweisen. Soweit zu der Testversion. Wunderbar. Ich würde gerne noch abschließend ein paar Gedanken äußern. Alles, was wir heute gesehen haben, ist eine Standardsoftware, ein exemplarischer Vorschlag in Form der Demo, was wir als spannende Fragestellung empfinden. Aber alles, was wir heute gesehen haben, ist in vollem Umfang erweiterbar. Das ist auch schon ein kleiner Hinweis auf die Fragen, die wir hier in unserem Chatverlauf sehen, auf die wir gleich noch eingehen wollen. Alles ist frei erweiterbar in alle Richtungen. Nach vorne, welche Informationen möchte ich präsentieren, aber eben auch zur Seite, wenn ich andere Datentöpfe mit anbieten möchte, anbinden möchte, die für die Auswertung bei Ihnen im Haus von Interesse sind. Die gezeigten Folien und auch eine Produktbroschüre zum HR Analytics würden wir Ihnen per Mail zusenden. Wir haben nochmal einen Link angegeben hier in den Folien, wo Sie weitere Details dazu im Internet finden können. Falls Sie Interesse geweckt haben, gibt es die Möglichkeit einer HR Analytics Testinstallation. Gegen einen geringen Obolus haben wir die Chance, die Software bei Ihnen vor Ort zu installieren, auch mal mit eigenen Daten zu testen. Das geht reibungslos und schnell und Sie haben ein gutes Gefühl dafür, inwieweit das ein schöner Warmstart für diese HR-Berichtswesen-Initiative in Ihrem Haus sein mag. Das soll der Abschluss gewesen sein. Ich bin selber ganz positiv überrascht über die enorme Pünktlichkeit, die wir heute miteinander hingekriegt haben. Wenn man so vieles unter einen Hut bekommen will, hat prima geklappt. Nochmal alle vielen Dank für die Geduld, das Zuhören, das Interesse. Und jetzt haben wir hier einige Fragen gefunden, auf die wir noch eingehen möchten. Vielen Dank auch an dieser Stelle, dass Sie sich so eingebracht haben. Ich darf mal die erste Frage vorlesen und dann wird der Kollege Kampan darauf eingehen. Die Frage lautet, und das passt auch schon ein bisschen zu dem, was Herr Elsheim gerade
ausgeführt hat, ist ein SAP-BI-System, also ich denke in dem Fall das BW-System, erforderlich beim Einsatz von HR Analytics? Ja, vielen Dank, Thorsten. Dann würde ich noch einmal übernehmen. Also ein SAP-BW-System ist nicht erforderlich. Die BI Content Data Sources, die wir zugreifen, erlauben den Zugriff auch ohne dieses zusätzliche System, sodass wir mit dem reinen ERP da auskommen. Ich würde die Fragen jetzt mal weiter durchgehen. Die nächste Frage wäre, das Rollen- und Berechtigungskonzept wird direkt über SAP erstellt, Manager im SAP. Jein, muss ich da sagen. Also wir nutzen die Zugehörigkeit oder die Zuordnung von Mitarbeitern zu Organisationseinheiten in Kombination mit Kennzeichnung von Führungspositionen im SAP, um dann im Data Warehouse das Berechtigungskonzept für das Frontend vorzubereiten. Aber also der Kern der Aussage sollte sein, die Informationen aus SAP werden genutzt und reichen aus, um das Berechtigungskonzept zu befüllen. Nächste Frage wäre, SAP BI-System, ach nee, die hatten wir gerade schon, kann der Manager die Dashboards bzw. die Informationen auch auf Mitarbeiterebene sehen? Ja, kann er. Ja, wir haben die Möglichkeit, im Ad-Hoc-Reporting oder auch in den Standardberichten Listenausgaben zu generieren, sodass wirklich mitarbeitergenaue Listen erstellt werden können. Wir haben aber eben auch die Möglichkeit, auf höherer Ebene zu aggregieren, um Mitarbeiter unkenntlich zu machen, je nachdem, wo gerade der Auswertungsfokus liegt. Wenn das erlaubt ist und die Datenschutzregelungen und die Absprachen mit den Betriebsräten erlauben, auf Mitarbeiterebene runterzugehen, das ist möglich. Ansonsten ist es aber genauso gut möglich, diese Daten auch zu aggregieren und damit den Zugriff zu verweigern. So, jetzt muss ich, jetzt meine Liste gewachsen. Sind Daten aus Queries mit lokalen Feldern voll verfügbar? Muss ich sagen, ja. Man muss bei den SAP Data Sources beachten, dass nicht alle Informationen in den Standardextraktoren mitgeliefert werden. Wir haben aber, wie gerade auch vorgestellt von dem Herrn Elzey, die Möglichkeit, auf Basistabellen durchzugreifen, sodass uns eigentlich alle Felder, die Sie aus Ihren SAP-Eingabemasten kennen, auch im Reporting zur Verfügung stehen sollten. So, und wenn ich das jetzt hier richtig überblicke, dann ist damit die Menge der Fragen beantwortet. Hervorragend. Dann möchte ich mich wieder kurz einschalten. An dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön. Sie haben eine Stunde investiert, um sich zu informieren. Wir hoffen sehr, dass das eine gut investierte Stunde war. Wir freuen uns auf weitere Nachrichten von Ihnen, wenn Sie unsere E-Mail erhalten haben und vielleicht Interesse haben, noch weitere Fragen zu klären oder das Ganze auch mal bei Ihnen vor Ort auszuprobieren. Dann stehen wir dafür natürlich von Herzen gerne zur Verfügung. Wir bedanken uns, wünschen Ihnen einen sonnigen, aber nicht ganz so warmen Tag im Büro und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören zusammen. Okay, von meiner Seite aus vielen Dank auch. Ich habe gesehen, dass es noch ein paar Fragen gibt, die wir nicht beantwortet haben. Wir werden das per E-Mail beantworten. Vielen Dank nochmal und einen schönen Tag noch.